Hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück, Herr des Demo-Dienstags. Ja, es hat lange gedauert, bis der Demo-Dienstag zurückgekommen ist. Aber er ist zurück. Ihr könnt im Hintergrund das Spiel schon sehen, was wir gespielt haben. Und mit mir meine ich, dass ich es nicht alleine gespielt habe. Aber zuallererst, welches Spiel haben wir überhaupt gespielt? Nämlich das Spiel Evil. Ja, zusammen haben wir dieses Spiel gespielt. Zum einen mit dem Paul, dann noch mit dem Yannick, dem Dave. Und den MaxStream, den kennt ihr noch nicht, aber werdet ihr heute kennenlernen. Ja, kurze Erklärung, was dieses Spiel überhaupt ist. Es ist wie Among Us in gewissem Maße. Man ist in einer Stadt. Dort kann man dann Aufgaben erledigen. Man kann, man muss nicht. Dafür kriegt man Geld und kann bei verschiedenen Shops Sachen kaufen, wie zum Beispiel so eine Seilfalle, einen Schlüssel, mit dem man sein Haus abschließen kann. Mit der Falle könnte man machen, dass man aufsteht, wenn der reinkommt, weil bei diesem Spiel ist besonders, man kann erst in der Nacht töten. Jeder hat eine Rolle von Anfang an. Zum Beispiel ein Seher, der kann Auge aufbeschwören und dann sieht er nachts alles. Oder kann andere checken, was die in der Nacht gemacht haben. Und es ist ein Social Deduction Game natürlich, deswegen muss man erstmal dann natürlich bereden, wenn da einer gestorben ist. Aber ihr werdet das noch alles im Verlauf des Videos sehen. Ich habe so ein paar Runden für euch jetzt zusammengeschnitten. Insgesamt haben wir das eine Stunde lang gespielt. Und ich finde, da sind ein paar gute Runden bei rumgekommen. Ich hatte sogar eine Runde, wo ich selber der Killer war. Die dürft ihr natürlich auch sehen. Auch wenn sie mittendrin abgebrochen wurde, weil einer Probleme hatte. Naja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ich soll irgendwen aussuchen. Also. Wird jetzt hier alles zugeteilt oder wie? Oh, das ist meine Rolle. Okay. Magst du Also. schon ein Game drehen? Ja, können wir. Hallo? Hört ihr mich? Jo, hallo. Hallo? Also ich erscheine nicht, Herr Paul, hört ihr Ah, mich? okay, weil es gab auch so eine. Hallo. Es gab so eine Push-to-Talk-Taste. Und wollten mal ausprobieren, ob das geht. Toll. Ja, da können wir uns doch auch so unterhalten, oder? Hallo. Wollen wir uns so mit in-game unterhalten oder einfach nur in den Meetings? Wenn wir schon diese Option haben. Bei mir ist es gleich. Das überlasse ich jetzt letztendlich den Streamern. Jetzt erstmal Quests machen. Wie hoch ist eigentlich die Reichweite Ich von höre dem. euch hier, Warte Alter. mal, könnt ihr mal testen, ab wann ihr mich nicht mehr hört? Ich will wissen, wie groß die Reichweite ist. Hallo? Ich höre dich Hallo, hört ihr mich noch? Ich höre dich immer noch. Mann, ist die Reichweite hoch. Hallo? Alter, ich stehe am anderen Ende der Map und ihr hört mich noch, oder wie? Ah, jetzt hören sie mich nicht mehr. Oh, ich kann hier. Ich habe irgendwas gemacht. Ich will hier was kaufen. Gib her. Wie kaufe ich was? Ich kann hier Sachen kaufen. Ich hab einen Apfel. Was mache ich damit? Im Ernst, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Also ich weiß, dass man hier tagsüber Fax macht und in der Nacht muss einer umbringen. Ich drücke E und da passiert irgendwas. Oh, hier ist eine Truhe, die ich nicht öffnen kann. Einen Moment, ich gucke mal kurz nochmal in die Steuerung rein. Oh, na Nacht! Ich habe einfach stumm was getan.
Hallo? Hallo? Moin. Hallo? Aha, Maxstream ist tot dann anscheinend, okay. Okay. Interessant. Okay. Ja, muss ja, einer ist ja gestorben, wurde angezeigt. Will jemand erzählen, was er die Nacht so alles getan hat? Also ich hab ruhig in meinem Bettchen geschlummert, ich hab von Schafen geträumt. Janik, jetzt mal so eine Frage. Ingame, die ganze Zeit reden und den Voice-Chef von Discord rauslassen, oder? Ich glaube, er ist AFK. Ich geh mal in dem Extreme besuchen. Ich hab nur nachgesehen und er lag tot in seinem Bett. Oh nein! Ja. Wer hat ihn ermordet? Also eine Frage, was mache ich eigentlich... Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Was machen wir... Janik? Janik, du bist... Janik, hast du in Ingame Voice... Warum redest du nicht Ingame mit uns? Achso, ich hab Ingame nicht gehört. Hab ich denn nicht so? Euch. Ja, weil wir haben Ingame-Bullshit die ganze Zeit benutzt. Zeit, weil wir dich auch gefragt haben, ob wir das dürfen. Da wusste ich nicht. Ich, Shining ist es, denke ich, nicht. Ich bin nur hingegangen in seinem Haus, weil er ist beim Meeting nicht erschienen. Mhm. Ich wollte gucken, ob er lebt oder ob er verschlafen hat. Ich hab eine ganz böse Frage. Dann lag der da. Ja? Der lag tot in seinem Bett. Also ich reveal jetzt einfach mal, was ich bin. Ich bin hier dieser Korps, was weiß ich, für ein Typ. Ich kann mit den Rollen alles nicht anfangen. Im Übrigen, was mache ich eigentlich mit dem Apfel und dem Fleischkolben, den ich da habe? Den habe ich irgendwo gekauft. Kann eine Leiche untersuchen. Ja. Ich glaube, Yannick ist es nicht. True. Ich glaube, Yannick ist es. Ich glaube... Das wollen ist wir auf der, sich der uns gegeneinander aufwiegeln will. Nein, ich bin's nicht. Machen wir jetzt auf Ingame Voice Chat oder? Naja. Ja. Ja, dann bleibe ich aus Discord raus und mach den Ingame Voice Chat eben kurz lauter, also nicht wundern, dass ich jetzt kurz stehe. Na, die Runde kann ich dann aber nicht mitmachen. Mit Ingame Voice. Also, dürft ihr euch nicht wundern. Ah, okay. Wie komme ich denn vor das Tor, Alter? Warte, ich bin sofort da. Ich muss den Ingame Voice Chat lauter machen. Nacht. Okay, ich weiß ja, wer gefährlich ist. Sehen die anderen das da unten auch? Ich will mal kurz was lesen. Kann ich die Leiche bewegen? Anscheinend nicht. Aber ich kann painten. Irgendwie. Ist es bei mir übrigens gerade genauso dunkel wie bei euch? Hallo? Moin, das ist Yannick. Yannick? Ja, das ist Yannick. Du brauchst gar nicht weglaufen, Yannick. Ich weiß, ob du es bist. Hallo, Yannick. Ach, warte mal, der hört uns doch so nicht, oder? Ja, der sagt, Ingame funktioniert bei ihm nicht. Yannick. Weil ich weiß, dass du nicht bist. Weil ich bin mir sicher, dass du nicht bist. Hi. Hi. So, also einer ist wahrscheinlich jetzt wieder gestorben. So, ich enttaube mich auch mal. Hallo, ist Yannick. Nee. Doch. Nip. Was bist du denn für eine Rolle? Ich bin Seher. Nee, ich bin Seher, Meister. Nee, ich bin Seher. Ich habe erste Runde in Shining nämlich getrackt. Ich habe keine Fußspuren von Shining gesehen. Ich hatte zweimal meine Kamera hier in der Mitte und habe dann niemanden gesehen. Ziemlich sicher, Yannick.
No, ich kann ein Auge platzieren und das habe ich gemacht. Ich hab in der ersten Runde. Habt ihr jetzt schon gewotet? Ich konnte den Namen nicht erkennen. Ich habe schon gewotet auf Rot. Ich hab gewotet, ja klar, ich hab Yannick gewotet. Mein finsterer Plan ist aufgegangen, ja! Warte, gibst du gerade zu, dass du es warst? Nein! Okay. Ja dann. Dann ist er Inno. Ich dachte, es ist wie bei Among Us, dass er jetzt raus ist. Nee, da wird nochmal abgestimmt. Ja, gut zu wissen. Alles klar, sorry, Yannick. Ich verstehe hier gerade gar nichts. Ich bin Seher. Hä, sind wir beide Seher? Es gibt nur einen Seher laut ja, Rolle. Eben. Zweimal random. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts von meiner Rolle verstanden. Ah. Nix. Ja, dann, Yannick, mach du mal nochmal ein Wort. Also könnt ihr auch so speeden oder kann das nur ich? Hier, bei dem Schalter. Ich will das nur wissen. Könnt ihr auch so speeden oder ist das eine Fähigkeit nur von mir? Kannst du nicht ziehen? Okay, dann haben wir verkackt. Ja. Da geht nur einmal am Tag. Hall hat an mich geglaubt, also nehme ich mir Yannick. Weil ich dich getrackt hatte. Aber ihr redet wieder bei Discord, ich bin so verwirrt. Ach, Yannick, es ist so schön, dass Paul mir vertraut hatte. Es war so schön. Mein Pizzaplan ist trotzdem aufgegangen. Ja! Machen kann. Also, ich geh nochmal raus hier. Das ist jetzt echt. Also, Runde ist ja eh rum. Hallo, können wir doch wenigstens in Victory! Ach übrigens, das ist voll verwirrend, wenn ihr tot seid, taucht ihr in so eine komische Geisterwelt auf und dann könnt ihr euch irgendwie so Skills kaufen, das ist voll komisch. Ich hab meine Rolle null verstanden, ich bin ganz ehrlich. Okay, was bin ich? Nicht der Baba. Ich bin so ein komischer Seher. Hallo. Hallo. Hi! Hört ihr mich? Oh. Hi! Ja, ich höre dich! In die Küche, ich bin gleich wieder da! Du bist aber auch ganz erfahren! Ja, man muss die ganze Zeit vor. Wenn du kannst du Torgern hast, sonst mach's aus! Hallo! Was mach ich damit? Keine Ahnung, was ich damit mache. Ich soll mit ihm reden. Gib mir eine Quest. Ach, kommt mir schon wieder diese komischen Dinger, die ich sammeln soll. Ich find's so toll, ne, dass diese Frau hier schweben kann. Oder schwebt die nur bei mir? Bei mir steht die ganz normal auf dem Boden. Bei mir schwebt die in der Luft. Ah. Warte, ungefähr auf der Höhe. So, ich habe so ein komisches Auge platziert bei Maxstream und bei Yannick. Was? Verstehe ich nicht. Warte mal, der Pilz, der war da hinten. Hier war der Pilz. Hä? Psst, Yannick. Hallo? Dave, ich höre dich auch. Wir hören dich alle. Man hört einen sehr weit. Komm mit. Okay. Shane, geh weg. Okay, ich bin doch auch ein Mann. Oder habe ich da was in der Biologie falsch verstanden? Oh, ich kann jetzt mit dem Auge beobachten. Geht einer von denen aus dem Haus raus? Ey, ich kann dann eigentlich schon bestätigen, wenn keiner von denen rauskommt. Wir müssen nur beobachten. Maxstream ging raus. Ich hab alles gesehen. Alles. Ich hab dieses Auge so ultimativ platziert. Diese Lappen, die sterben in der ersten Nacht. Soll ich direkt aufklären, oder? Nee. Ja. Weil ich bin dieser komische Seher. Ich habe ein Auge platziert und habe den Kill live gesehen.
komme. Ach, bei denen kann man so Sachen kaufen, oder was? Man kann bei sehr vielen Leuten Sachen kaufen und... Sorry, Leute. Ich könnte jetzt direkt aufklären... Ich hab die Leiche gefunden, der Yannick ist tot. Und ich vermute... Ich gebe einfach mal... Ich weiß, wer es ist! Du brauchst nicht vermuten, ich hab mein Auge dort platziert. Aber wen hast du denn gesehen? Ich habe gesehen, wie Maxstream aus seinem Haus rausging, in Yannicks Haus reinging und dann war einer tot. Das ging wirklich schnell. Oh, wild. Maxstream, bin ich dabei. Ich habe es live gesehen. Ah, man sieht sogar, wer welche Rolle hat. Ah, Yannick. Man sieht, wie oft welche Rolle vorhanden ist. Wieso haben wir Yannick? Also ich habe dieses Auge dahin platziert, weil ich dachte, da sind zwei Häuser. Wenn ich da das hin platziere, entweder kann ich zwei proofen oder einer von beiden ist der Schuldige. Ich habe keine Störung gehabt und mein Körper ist von alleine losgegangen. Ich konnte gar nichts machen. Was? Irgendwie so ein Killer, der sowas faken kann? Ich glaube nicht. Du bist der Killer! Also ich hatte mein Auge da platziert, weil ich dachte, zwei Häuser beobachten ist besser, als wenn ich eins beobachte. Habe ich mir auch gedacht. Und da wurde ich getötet. Ja, ich habe überlebt, dadurch konnte ich beobachten. Warum wir Shining jetzt? Wer weiß denn, dass mit Stream das war, der da rausgekommen ist? Er hat keinen Grund zu lügen. Erstmal. Ich habe meine Rolle mal verstanden. Verstehe das ganze Spiel nicht. Among Us mit Rollen. So, ihr könnt mir jetzt glauben oder nicht, ich habe alles live gesehen. Ich gehe jetzt erstmal pinkeln, bis gleich. Müssen wir jetzt trotzdem diesen Timer abwarten? Hey, ich bin doch dein Schatz. Ja. Was mache ich eigentlich mit dieser Fähigkeit hier? Oha, wie schnell du da rübergehen kannst. Und ich habe die Fähigkeit dafür. Was ist die zweite Fähigkeit von Seher? Ich habe ein Auge und dann habe ich noch so eine komische Zielscheibe. Was mache ich mit dieser Zielscheibe? Nein! Check das Spiel nicht. Ich hab das Auge so gut platziert. Kann ich das Auge eigentlich sehen? Offenbar nicht! Es hing nämlich direkt vor eurem Haus. Wie kann man denn in den Untergrund gehen? Ich check das nicht. Da ist irgendwo eine Luke, da musst du rein. Ja, bei mir im Haus, aber ich kann die nicht benutzen. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss!